Hallo, dies ist wieder Xi. Und es geht weiter mit Ngang. Ihr seht mal wieder eine neue Aufnahmesitzung. Und nachdem wir die geheime Passage des vierten Stockwerks hinter uns gebracht haben, haben wir in der letzten Folge durchaus guten Fortschritt gemacht. Auch auf dieser Ebene fehlen uns lediglich noch fünf Räume, ehe wir auch diese abgeschlossen haben. Gut, je nachdem, wie ich mich jetzt hier anstelle, kann das natürlich auch wieder Ewigkeiten dauern. Ach ja. Ja, und man merkt schon, dass es eine neue Aufnahmesitzung ist. Schön, dass die Nachricht angezeigt wurde, dafür, dass ich nach oben gegangen bin, obwohl ich es gar nicht bin. Da hat wohl jemand nicht aufgepasst. Ach Gott. Das Problem bei I Wanna Be the Guy Fangames ist halt, die Grundmechanik des Hauptcharakters, also diese grundlegende Sprungmechanik, widerspricht halt allem, was man so von anderen Jump'n'Run-Charakteren kennt. Denn es gibt hier keinen Schwung. Es gibt hier keinen Schwung. Es gibt lediglich Schwung im Sinne der Sprunghöhe. Aber die sonstige Bewegung passiert immer mit derselben Geschwindigkeit. Da gibt's kein, ja, ab einem gewissen Punkt musst du nicht mehr sonderlich lenken, sondern lässt dich einfach vom Schwung tragen. Das gibt's hier nicht. Das gibt's hier einfach nicht. Das Einzige, wo es hier Physik gibt, die ein Problem bereitet, das ist die Aufwärts- und Abwärtsbewegung. Und gut, die Abwärtsbeschleunigung, die Fallbeschleunigung. Problem ist, je länger Kid fällt, desto mehr beschleunigt er. Was logisch ist. Ist ja auch normalerweise so, aber ich hab's ja schon mal gesagt, dass ich mit der generellen Geschwindigkeit von Kid immer schon überfordert bin. Wenn dann jetzt noch sowas passiert, wenn das Ganze dann noch schneller wird, dann und wie gesagt, das Spielfenster ist mir einfach zu klein. Ich kann es aber auch nicht größer ziehen und nichts. Und wenn das hier nicht gerade eine Aufnahme wäre, dann würde ich im Vollbildmodus spielen, was ich auch bei anderen Spielen dieser Art immer getan habe. Beziehungsweise bei Boshi konnte ich damals wenigstens das Fenster noch in einem Optionsmenü extra vergrößern. Ich tue mich halt wahnsinnig schwer damit, bei diesen kleinen Pixeln hier in irgendeiner Form Präzision zu haben. Einfach weil alles so minimal ist und auf diese Pixel, die ich aber kaum sehen kann, kommt es letztendlich an. Wenn da an der Stelle jemand sich fragt, ob ich denn eine Brille bräuchte, den kann ich sagen, theoretisch ja, ich sehe an sich ganz gut. Mini Stachelhölle Teil 2. Ich sehe an und für sich ganz gut. Ich sag mal, für herkömmliche Verälle vor allem.
Also. Wie komme ich da denn wieder raus, wenn ich den Knopf erwischt habe? So in der Art. Und jetzt? Ja, wieder so ein Raum, wo ich sich mal hin und her laufen soll. Ach so, mit der maximalen Sprunghöhe komme ich da doch durch. Oh! Hehe! Glaub mich, krepier hierdurch auch nicht viel häufiger. Allein wegen dieser Schalterdrückerei habe ich auf den Raum jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Natürlich. Da hätten wir es fast geschafft und dann scheitern wir wieder an sowas. Ich brauche dringend einen zweiten Bildschirm, dann kann ich OBS da drauf tun und kann einfach darüber steuern, dass alles korrekt aufgenommen wird. Wenn diese Sprünge einfach direkt nacheinander kämen, wäre das alles viel leichter, als diese dämlichen Schalter zu drücken. Ich hasse es, Wege nochmal gehen zu müssen.
Im Sommer hätte ich ganz gerne die Möglichkeit, irgendwie eine Art Thermostat oder sowas mit einzubinden. Einfach nur, um euch zu zeigen. Wie warm es hier bei mir ist. Vier Schalter. Ja. Alle müssen gedrückt werden. Jeder einzelne davon hat einen anderen nervtötenden Sprung. Jop. Ach ja. Ich verbox nicht an dem einfachsten. Aber prinzipiell am letzten. Wie sich das bei mir gehört. Dinge fast schaffen und dann kurz vor Ende krepieren. Damit es auch theoretisch richtig schön auf die Nerven geht, aber es ist zu warm, um mich von so etwas zu arg nerven zu lassen. Ich kann es mir bei den momentanen Temperaturen einfach nicht leisten, mich nerven zu lassen. Wieso macht er denn dann nicht mehr? Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich irgendwo weiter runterfalle, dann. Also generell, wenn ich im Fallen den Sprungknopf betätigen will, dass er dann manchmal einfach nicht will. Das gibt's doch nicht. Ja. Jetzt müssen wir an jedem Einzelnen davon mal gescheitert sein, damit wir durch dürfen. Wieder die alte Regel. Alle Fehler mal machen. Ansonsten darf ich nicht weiter. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Ich habe mich schon dran gewöhnt, dass ich erstmal alles falsch machen muss, bevor ich weiterkommen darf. Es ist einfach ganz normal. Ich habe mich daran gewöhnt, dass die Dinge bei mir immer länger dauern. Soll ich doch erstmal alle Fehler machen. Doppelte Ecksprünge für den doppelten Spaß. Dann einfach mal durch. Engere Durchgänge. Ja. Wie war das? Braucht mehr Auslöser. Alles klar.
Das Spiel. Das Spiel fängt merkbar schon wieder an zu ruckeln. So. Immerhin ist das hier der letzte Raum der Ebene. Ja, der letzte Raum ging doch. Natürlich wieder F. Was auch sonst. Gut, das war Ebene 4. Hey. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Die finale Ebene erwartet dich. Versuch nicht den Verstand zu verlieren. Ich werde es probieren. So. Neues Element. Förderbänder. Du hast es bis zur finalen Ebene geschafft. Jetzt stirbst du. Und Förderbänder, die exakt so schnell sind wie wir. Einziger Vorteil. Wenn wir dagegen halten, halten wir tatsächlich an. Ja, und damit auch wieder neue Musik. Problem der ganzen Sache hier ist, ich traue mich halt jetzt überhaupt nicht mehr zur Seite laufen. Jo, und das Ganze kann sich natürlich auch umdrehen. Ach komm jetzt, Spiel. Hör auf mit der Ruckelei. Ich sehe halt meinen Mauszeiger, der die ganze Zeit anzeigt, dass er irgendwas lädt. Und dann weiß ich, dass das Spiel wieder anfangen wird, die ganze Zeit zu ruckeln. Diese Mechanik wird einige Tode zutage fördern. Es bringt halt überhaupt nichts dagegen zu halten. Es bringt mir effektiv überhaupt nichts. Wenn ich dann springen will in die andere Richtung, drücke und damit beschleunige ich für den kurzen Moment dann doppelt. Und dann rase ich definitiv in Stacheln. Dachte ich mir. Die Musik ist okay. Ich hoffe nur, sie bleibt so abwechslungsreich. Nein, bleibt sie nicht. Gott.
Die Geschwindigkeit der Förderbänder kann sich abhängig von der Höhe ändern. Bei diesem hier bewegen sie sich langsamer. Ja Mensch, das ist ja freundlich, ne? Ist das nicht nett? Langsame Förderbänder. Ja, Kopf gestoßen, dann. Du kannst es schaffen. Es ist ganz einfach. Ja. Hehe, der wird niemals alt. Yay, lass mich wieder zig mal durch Räume laufen. Ich habe euch schon gesagt, dass ich das nicht leiden kann. Daran hat sich nichts geändert. Vollkommen egal, ob das hier ein Grundprinzip ist. Ich hätte vorher gedacht, ich würde es vielleicht ohne Gegenlenken schaffen, aber nein! Wieso gehe ich denn jedes Mal wieder von der falschen Richtung aus? So war die Musik gerade eben aber noch nicht, oder? Das gibt's doch nicht! Jedes Mal wieder lenke ich falsch! Wieder falsch. Ich kann einfach dieses Umlenken nicht. Sobald ich
springe, muss ich wieder anders lenken. Wieso krieg ich das denn nicht in meinen Kopf und wieso krieg ich es nicht in... Ja. Macht dieselben Fehler immer wieder. Schlimme ist, eigentlich hätte ich ja eine Pause zwischendurch. Aber... Ebene 84. Fang an. Gott sei Dank fast. Ja. Komm schon. Minisprünge. Schon. Da kriegen sie mich dann immer. Ah. So, genau das wollte ich. Mehr Spaß mit Förderbändern. Wisst ihr, ich mochte Förderbänder auch in anderen Spielen schon nicht.
Das hier ist keine Ausnahme davon. Und warum? Weil ich mich auch wieder unter Zeitdruck setzen. Und ich sehe aber gerade, die Folge ist zu Ende. Ja, das Stockwerk hat's in sich. So, wir beschäftigen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Ngang. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.